So, da sind wir wieder bei Far Cry. Und wenn es nach den Missionen geht, haben wir so, wie heißen die, die Helfersmissionen, haben wir nur noch eine hier. Verdammt! Woher siehst du das? Verdammt! Auf der Map. Verdammt! Hallo? Ja, wenn man die ganze Map aufsteigt, wie siehst du das dann? Ja, die großen, wo Ray und Zone Habitation steht, ist in dem Gebiet das letzte. Ah. Oder bei dir nicht. Okay. Wird schon passen. Ich glaub dir das einfach mal. Nicht gewusst, dass das Helfersmissionen sind. Bitte? Es ist nicht gewusst, dass das die Helfersmissionen sind. Doch, da gibt's mehr in einem Gebiet. Das muss ich mir fertig machen, wenn ich nicht hab. Ja, Helfersmissionen. Uah. Aha, verarscht. Ja, schauen wir, wie gut das geht. Ups. Weiß nicht. Wir werden es gleich sehen. Heli! Nee, ist ein Flugzeug. Oh. Eine schlechte Idee. Wow! Eine schlechte Idee. Ich sieg nichts mehr. Du leckst bei mir voll durch die Gegend, das wäre witzig. Also, wir sind gerade. Drei oder viermal Richtungswechsel. Hab nichts mehr gesehen, tut mir leid, mein Framerate liegt am Boden. Du mal patrouillierst. Der hat ihm doch vorher schon Kopf geschossen und jetzt nochmal. Lol. Glaubst du, wie genau die Waffe ist, die was da oben ist? Die sehe ich nicht mehr. 0 FPS, 03. Wahnsinn. Ist geil. Ich find's cool, wenn du oben drauf sitzt, dann leckt es so die ganze Zeit Fiere und hintere. Also, dass du fährst, ist nicht unbedingt die beste Idee, glaube ich, gewinnen. Ja, das habe ich aber schon gesagt, am Anfang. Ich kann mein PC nicht zum Gang und zum Rücken gebracht, dazu richtig. Da ist der Typ, wo wir hier wollen. Wo ist der Typ? Da? Da, wo gerade der Heli abgeschmiert ist. Servus! Also du bist es. Ja, blauer ja. Punkt drüber, was das bin ich. Hey, hi, hi. Ich muss mit dir reden. Wir Jawohl. Stecken hier fest. Wir stecken hier fest. Ich okay. Schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn also, John Seed umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug Reed. Abhauen sehen? Ich muss Nö. Es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, Dein aber Flugzeug. Meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte. Aha. Oh, ein bisschen. Meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. Tschüss, Nick. Du, so wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Der Ding Typ ist fast pleite. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Okay. Der Typ ist fast pleite. Du willst ihn schon haben. Oh, Munition hat er dafür wie. Oh, lauf, lauf! Ich hab dir gesagt, lauf! Ja, im Moment, wo das Ding in die Luft geht, hast du gesagt, lauf! Nein, ich hab nur gesagt, oh! Ist nicht. Seit 7 Jahrzehnten im Familienbesitz. Unsere Dienstleistung legt die ganze Bandbreite der Flieger auf: Agrarfliegerei, Ausbildung, Reisen und Lieferdienste. Freizeit und Flüge. Also normalerweise kennst du mich schon. Wenn ich sag, dann ist dieser Signal, dass du wegrennen sollst, egal in welche Richtung.
Rucksack, immer schön. Na dann steigen wir auf. Okay. Da links. Aber es wurscht, dann ist keine Küche. Das nächste Mal, dass ich zu Hause wäre. Boah, geil, der macht einen Hüpfler, wenn du rein springst ins Wasser. Ja, lustig. Hey, da hinten ist eine Hütte. Jo. Irgendwie habe ich das Verlangen, diese Hütte anzuschauen. Du hast immer das Verlangen, komische Sachen anzuschauen. Bitte? Du hast immer das Verlangen, komische Sachen anzuschauen. Ja, ich weiß. Ich bin ein komischer Mensch. Der knallt da herum, Alter. Weiß ich nicht. Der unmenschlich. Oh, was tut sie? Wollte wohl genau. Big Cloud, Entschuldigung, da musst du mal rein. Map ausgezeichnet. Rucksack, immer gut. Echt, sonst nix, ist ja Fahrt. Ach so. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Kann ich. Wenn es nach der Sekte ginge, würden wir alle verhungern. Hier muss man sich sein eigenes Essen jagen. Oh, du würdelst vor Getier. Kannst du. Wir sind da auf. Was? Du willst ja die Hütten anschauen. Die haben wir schon geschaut. Wie lange brauchst du denn? Glaubst du nur, dass ich die Hütten brauche? Weiß ich nicht. Dick. Ah. Ich laufe einen Pfad entlang. Weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Irgendwie spielt er ihre Musik. Sekten ausposten. Jo. Aber die Stimme zu dir hilft ein bisschen. Willst du was? Nö. Einmal, also du gehst schon. Krieg noch Falle. Ist irgendwie nicht recht viel los, ne? Hä? Da ist irgendwie nicht recht viel los, ne? Ja, deswegen riecht es an der Falle. Hört die Alarm. Alarme aus. Wie machst du die? Explodieren oder was? Jetzt gefunden. Oh, ich hab's gesehen. Geht nicht, wenn wir nicht raus holen. Die Tondaumschüsse. Hast du den letzten Alarm ausgeschalten? Jo. Ja, wir haben gefunden. Ah, der da unten. Nicht so cool. Das ist nicht so cool. Ja. Oh, die haben uns gefunden. Auf einmal schießen 10 Leute auf mich. Was soll denn der Scheiß? Weiß ich nicht.
Weiß ich ja nicht, wo du die rumeierst. Bin ich leid. Ja, auf Nahkampf eingestellt. Aha. Ich bin mit der Pistole losmarschiert. Ich hab das alles über Distanz gemacht. Ja, am Anfang auch, aber dann bin ich mit der Pistole losmarschiert, weil ich gar nicht mehr kommen, ist in meiner Reichweite. Ja, ich hab die da drüben alle mit dem Scharfschützen gar niedergemacht. Du hast dich trotzdem erwischen lassen. Wie mies ist der Scharfschütze? Ich hab mich nicht erwischen lassen. Du hast gesagt, du bist gerade erwischt worden. Ja, einer hat mich ja gesehen. Von den 15 Leuten da drüben. Kommt halt vor. Länger. Was haben wir denn da? Raketenwerfer. Okay, brauchen wir aber nicht mehr. Hi. Anrufbeantworter. Nicht sehr christlich, mein Freund. Nicht sehr christlich. Er ist ja kein Christ. Ja, und so was Wertvolleres wie ein Christ. Hilfe! Das war knapp! Wo bist denn? Aus, wo bist denn du? Ich dachte, du bist ein Maus. Ja, ich bin gerade da von oben gesalt und bist da komisch rumgerannt und hast nichts gesagt. Dann bin ich übergegangen. Auf der Antwort da habe ich gesagt. Nein, ja. Jetzt habe ich schon wieder die Waffen genommen. Wollte ich gar nicht. So, ein Auf der Antwort, weh. Ja dann. So viel Buße, so viele Beichten. So viel, was du für mich und Edensgate getan hast, doch es ist nicht genug. Oder John? Trenn dich von deiner Vergangenheit. Du musst dein Herz öffnen. Du musst erkennen, dass um dich herum so viel mehr Liebe ist. Eigentlich ist der Untertitel bleibt. Schmerz und all das Leid, das du verbreitest, nicht weiterhelfen. Deine Taten nähren nur die Sünde in dir. Sie wird stärker werden. Sie wird dich zu Bösartigem antreiben. Auch die, denen du zu tiefe Narben zufügst, werden heilen. Sie werden zu Trägern deiner Sünde. Sie werden andere damit anstecken. Ich habe deinen Tod in einer Vision gesehen. Ah, Vision. Du bist dazu ausersehen, Opfer deiner eigenen Sünde zu werden. Sie wird in einer neuen Form wiederkehren. Es ist nur die Frage, wann. Ich habe dich jung sterben sehen. Ich habe dich alt sterben sehen. Der Unterschied zwischen beiden Ausgängen liegt darin, wie viel Liebe du in dein Herz lässt. Ich bete, dass du diese Worte hörst, bevor es zu spät ist. Ich will dich in dem Paradies, auf das wir uns vorbereiten, alt werden sehen. Ich liebe dich, Bruder. Interessant. Okay. Sondern es besetzt, ich habe die drei großen Stützen der Gemeinde ins Visier genommen. Mary May, Pastor Jerome und Nick Ray. Nachdem wir sie mit ihren Sünden gekennzeichnet hatten, pflanzte ich einen Samen des Zweifels in die Bewohner. Ich zwang jeden von ihnen in Frage zu stellen, woran er oder sie wirklich glaubt. Zu hinterfragen, auf welcher Seite er oder sie kämpfen sollte. Es gab Blutvergießen, aber meine Konvertiten nicht gewesen wären, wäre es noch viel schlimmer gekommen. Jene, die wir gerettet haben, wurden Teil unserer Herde. Jene, die gekämpft haben, sind tot. Und jene Sünder, die geflohen sind, ich werde sie gefangen. Das ist auch ein Versprechen, dein Bruder John. Briefchen. Decknotiz, die kennen wir schon. Die hat schon jeder gelesen von uns. Was haben wir da noch? Reagieren. Ah, kann ich die Garagentür machen. Gerät. Das ist voll laut, selbst bei mir hier. Map. Ausgezeichnet. Maps. Noch Maps. Oh, ist da irgendwas da drin? Nein. Rum. So. Ja, da können wir jetzt dann auf jeden Fall Flugzeugis kaufen. Hey, Flugzeugis. Flugzeugis, was für ein komisches Wort ist denn das, ja? Was? Flugzeug ist. Ja, Flugzeug ist halt. Flugzeug ist kann das? Nur dir einfallen. So, was gibt's denn so für Flugzeuge ist? Ungefähr genauso wie dein. Wie war das immer? Ein Heli, was dabei war es ein Flieger oder was war das? Ich weiß gar nicht mehr. Ein Dogfighter. Und dann selber danke für den Verschluss. Und Lauffeuer. Die Flugzeuge haben geile Namen. Und Rudeljäger. Alles klar, aber es ist zu weit. Glaube ich, zumindest. Okay.
Ist ja nur Peggy. Ja, nur Peggy-Ding. Wer Grace kennt, der weiß, dass sie keine anderen Sachen macht. Die Ausrüstung in ihrem Bunker muss erste Sahne sein. Okay. Also, wenn sie nicht verbrannt ist, meine ich. Okay. Fuchsbau. Ja, sicher. Wow. Wo ist die? Jetzt zum Flugzeug. Ah, okay. Ist da drin? Ah, muss ich jetzt auch noch setzen. Weiß ich nicht. Das sind zwei Sitze auf jeden Fall. Ist hinter dir. Einen rasierten Hinterkopf. Oh nee! Was denn? Ich hab da so eine Shift-Taste. Na, die haben nicht die Steuerung geändert, oder? Doch, aber die haben Bombenvisier drin. Im Peggy-Funk heißt es, dass ein Eindringling mein Flugzeug geklaut hat. Hacke Scheiße. Ruggel, ruggel, leck, leck. Boom! Das Ding hat Bomben dabei, ernsthaft? Ja, gut, aber schieß nichts ab, was zu uns gehört, wenn möglich. Du musst mir den Vogel zurückbringen. Ich will aber das Silo kaputt machen. Ja, du musst das Ding kaputt machen, wenn du es machen musst. Nee, muss ich nicht. Voll geil, sehr. Was ist denn nur für Bomben, Alter? Ja, normale. Fliegerbomben halt, wieso? Das hat gerade ausgeschaut wie eine Atombombe, wie du gerade beim Fenster oben geschaut hast, gell? Ja, das hat halt das Silo getroffen. Achso. Ich habe aber nur noch zwei. Ja? Wenn was nicht stimmen würde, wäre die Kiste außer Kontrolle. Tja, ein paar kompetente Piloten hat die Sekte schon auch. Achso, wir müssen das Flugzeug jetzt wirklich zurückfliegen, Alter. Die Flug. Ja, du weißt, wie bescheuert die Steuerung mit Maus ist. Ja, sowieso. Mann, ausgerechnet in Chongs Ranch einzubrechen. Komischerweise, beim Fliegen droppen meine FPS nicht, gell? Ha? Beim Fliegen droppen meine FPS nicht. Moment. Das ist ganz komisch, ganz komisch. Mann, ich hätte echt gern die Gesichter von denen gesehen. Blöde Peggys. Daheim bleiben auch keine. Ich finde es ja cool, dass sie dieses Höhenruder die ganze Zeit ändert, wenn du steuerst. Okay. Finde ich voll cool. Das ist ja ein Wasserflugzeug eigentlich auch, oder? Du hast das kurz aufsetzt? Ja, sicher. Wasser? Normalerweise darf ich nicht im Wasser auffahren können. Ja, wenn du es kurz aufsetzt, machst du im Flugzeug gar nichts am Wasser. Okay. Jetzt ist es voll mit der Schnauze reinfährst, da hat man kein Problem. Lalala. Wenn ich mein Zuhause aufgeben und hören muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Nö, nerv mich nicht. Oh. Der Hund schlabert dauernd von der Backe. Ich weiß nicht mehr, wo ich hief soll mit dem Scheißflieger. Ich weiß keiner. Ich verstehe die ganze Mission nicht wirklich. Ich hab gedacht, ich musste nur zurückfliegen. Ich verstehe die verdammte Mission nicht einmal. Ja, das Flugzeug kann man fern glauben erst, das habe ich schon gecheckt. Aha. Ach, das ist ein Partner. Ah, jetzt auf einmal. Ah, zerstören. Achso. Boah, ist so schnell war. Wir müssen verehren die Scheiße. Der wäre jetzt auch so fünf zu fliegen, oder? Nee, er hat eine Familie. Das ist voll langweilig. Ja, das ist halt ein Scheißflugzeug.
Ja, ich kann mir für 1000 gleich mal Bomben kaufen. Unterm Frieren. Die Peggys tanken ja nördlich von meiner Landebahn auf. Schalte sie aus, bevor sie abheben. Ah, die Flugzeuge, der Sektor zerstören. Hat man wohl entdeckt. Das ist. Ja. Passt hin, dass die den entdecken. Wie komisch darauf, dass wir das sein könnten. Ja, ich weiß jetzt. Hey, du schöner Silo. Unglaublich. Wo? Drüben. Rechts. Links. Da ist die Silo noch nicht mal vorbei. Ja, da muss ich irgendwas zerstören. Ja, dann zerstören wir vor dem Ding. Wenn du eine sanfte Kurve fliegst, bist du auf einem guten Weg zu meinem Flugplatz. Bis gleich. Oh, klar. Ah, jetzt ja bis landen bei ihm. Sanfte Kurve. Das war eine sanfte Kurve. Das war sanft. Das war 180 Grad in der Höhle. Das war sanft. Viele meinen ja, das wäre das Schwierigste. Das war eine Rolle. Zeig dir, wie man es macht. Bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst. Ja, du, landen ist. Aber jetzt nicht, du tust immer kontinuierlich senken, weil das tust du nie. Du ziehst immer voll hoch und ziehst im letzten Moment auf. Wir haben jetzt die Farm angegriffen, da alles umgelegt, ein Außenposten zerstört, nur dass er das klappige, windschiefe Flugzeug kriegt, oder? Ja, und dass wir ihm halt sein sicherer machen, weil er erwartet ein Kind, er kann halt nicht selber fliegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, da ist sie ja! Ja. Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Hauptsache eine Fliegerbrille auf. Kim, das Flugzeug ist zurück! Hey. Hey, komm schon, wir drehen sie um! Was? Warum drehen wir sie um? Ja, dass du wieder rausfliegen kannst. Er kann nicht fliegen. Ja doch, er kann schon fliegen. Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas für ein gutes Gefühl habe. Oh Gott sei Dank. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Ey, jetzt hau ab mit dem Ding, oder was? Gefummelt. Ich glaube, das war seine Intention oder so. Generation in meiner Familie. Ist das zu glauben? Wir haben den Luftraum nur frei gemacht, dass er durchfliegen kann. Kim, kommst du dann? Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Aber ganz ehrlich, die haben nicht mal auf uns geschossen. Jedenfalls. Nur interessiert. Mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Oh nee. Was? Hey, geh schon da. Diese Schweinepriester geben einfach. Das ist ein Messerschnitt? Ja. Herr im Himmel. Hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greif von oben an und du von unten. Was sagst du? Buja! Kim, du bleibst hier. Ja, mein Messerschnitt. Du willst mit dem. Der hat ein Wasserflugzeug angreifen. Mal schauen, was er so drauf hat. Alter, das war eine fucking Messerschmidt. Ja, mal. Das ist jetzt auch nicht das Stärkste. Hm. Okay, Holler Trio. Du hast die Waffen schön vorgewärmt, aber ich werde sie zum Glühen bringen. Kim ist im Haus. Ich vertraue dir, Partner. Pass auf sie auf. Oh Mann, das ist hier getroffen. Messerschmied, ernsthaft, Alter. Ah, noch mehr in den Haus! Sau du! Autsch! Wo bist du? Ja, im Haus. Hier nicht. Ich glaube, das Haus haben wir gesichert. Jawohl, den Hangar sichern. Zurück! Ich erledige die Scharfschützen auf dem Dach! Autsch! Hüp! Ein in die Garage!
Ja, bitteschön, viel Spaß damit. Ach du meine Fresse. Aua! Wo triffst denn Scharfschützen denn immer, ey? Was bist denn du für ein Pilot? Ja, jetzt probieren wir schon viel zu groß. Jetzt reicht's. Da kommen noch mehr über die Landebahn! Oh Gott sei Dank! Boah, sehen wir aber fast nichts in der Garage, ne? Du schießt mir da voll hoch! Bleib auf Distanz! Ich bombardiere die Typen! Ja. Du. Meine Tempo-Richtungen sind wohl im Eimer! Alter, wo schießen die immer auf mir, Alter? Ich bin schon voll im Eimer! Bin lahm mit Munition. Welche Taschen? Achso, er will ja wegfliegen. Ja, check ich. Komm schon, Kim. Wir müssen los. Endlich. Nein. Nicht? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht. Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst. Kim. Nee. Oh, mehr Eier wie in der Hose wie ihr. Vater hat dieses Haus gebaut. Auf der anderen Seite, die verstehen schon. Ja. Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein krisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, der Beauty. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Na? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Bitte pass auf ihn auf. Autsch. Ist der geil. Ach was. Ich schnapp mir dann das Flugzeug. Okay, viel Spaß. Aber rein aus der... Irgendwas hat da gepiepst. Das war Anrufbeantwortung. Ich hab das ganz genau gehört. Ja, da gleich. Oh, das ist ein Funkgerät. Ja, die nennen das da hinten aber Anrufbeantworter. Die Entsühnung ist der letzte Schritt, um das Wort des Vaters im Herzen zu akzeptieren. Ich muss was sagen. Unsere Sünden. Ich mache die Leute endlich offen gelegt und ihr wohl auch können nun entfernt werden. Sie bald nicht mehr ignorieren können. Befreien wir unsere Seelen und Herzen. Mit dem Baby, das der Schmerz der Entzündung ist immer relativ zur Schwere der Sünde. Meine Familie und ich werden. Und dank dir, der Beauty, wiegen die Sünden des Widerstands wirklich schwer. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputies. Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Herz annehmen. Ich find's cool, wenn da immer viele Sachen auf einmal reden. Jo. Na schau, hier, du bist Schlussmerker. Komm mal auf da. Ah, nee, bin ich nicht. Bist du Schlussmerker? Nö. Alter, muss ich das lernen, oder wie? Na, überhaupt keine Punkte dafür. Ja gut, dann lerne ich. Bin der Schlussmerker. Schlussmerker. Danke. Okay.
Gratulation, die Tür ist offen. Da flammen wir vor. Ein Safe. Autsch. Ladida, ladidae. Auch reich ist die Familie auch nicht. Ja, was erwartest du denn da? Oh gut, aber 40 Silber. Du stehst im Weg. Entschuldigung, haben wir es ein bisschen. So, dann schauen wir schnell auf. Mensch. Was auf ein Zettel? John C. Zappelle, Nick, der Kollaps, von dem ich dir erzählt habe, hat begonnen. Ich weiß, du willst deine Familie beschützen. Und das kannst du nur, wenn du dich unserer Familie anschließt. In unserem Bunker gibt es alles, was Kim und Baby Rye brauchen, um zu überleben. Wir haben bereits Dutzende von Schwangeren und Kindern bei uns. Das ist das letzte Mal, dass ich dich darum bitte. Sag ja, John Seed. Okay. Naja, Ida, aber sagen wir, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Ciao, ciao.